Es wird mal wieder Zeit, dass unser Team bestimmt wird. Doch heute machen wir das komplett anders. Denn heute habe ich für euch eine Slot-Machine mitgebracht. Heute geht es um Only-Special-Karten. Egal welche kommt, sie wird uns zugelost. Wir müssen darum ein Team bauen und dann ein Spiel spielen. Ob wir das ganze Ding gewinnen, wie das Team aussieht am Ende, ich lasse mich überraschen, falls ihr andere Ideen habt, wo man sagt, man könnte vielleicht ein 90-Plus machen. Oder. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das ganze Video gefällt, würde ich mich persönlich riesig freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Und nicht zu vergessen, schreibt gerne einfach einen Algorithmus-Kommentar, damit YouTube mal weiß, hey, mich gibt's auch noch, beziehungsweise mein Kanal. Ihr seht es schon, die Slot-Maschine ist bereit. Eines ist aber wichtig zu sagen, wir werden hier uns nicht um irgendwelche 60-Plus-Rated-Karten kümmern. Also na gut, wenn es eine Special-Karte ist, dann schon. Nein, natürlich nicht. Heute geht es nicht um Non-Rare-Gold-Karten, um Gold-Karten, Silber-Karten, Bronze-Karten. Nein, heute geht es only um Special und hoffentlich natürlich um die ganz dicken Fische. Also 99er De Bruyne, 99er Pelé, mir ist es egal, ich will alle haben. Spin Numero Uno. Gucken wir uns an, wen wir bekommen. Ein ZDM. Wichtig, Future Stars könnte es werden mit einem 80-Plus-Rating. Und das ist natürlich den ich super oft gezogen habe schon. Und zwar Vinicius Sousa. 25.000 Münzen kostet er uns ungefähr. Und damit ist es Spieler Nummer 1 in unserem Team. Weiter geht die wilde Fahrt. Übrigens, falls eine Goldkarte auftaucht und er eine Special-Karte hat, dürfen wir natürlich die benutzen. Ne? Aber erstmal schauen. Linker Flügel, wir gehen rein mit einer Karte namens Europa League Road to the Final. Ich weiß gar nicht, ob ihr SBCs da sein könnten, ne? Aber das wird der gute alte 88er Chiesa werden, ne? Der wirklich, wirklich stark schon war, der aber allerdings jetzt auch schon eine Tots Moments hat. 131.000 Münzen, ne? 91er Chiesa ist es am Ende geworden, denn der hat natürlich auch Upgrades bekommen. Chemie-technisch sieht das auch noch nicht ganz so gut aus. Komm schon, nächster Slot. Ich brauche hier endlich die richtigen dicken Kracher. ZOM, wir haben einen Champions League World to the Final. Und das ist mit dem 70er Rating plus leider nur Emil Forsberg. Weiß ich ja jetzt nicht, die, ey. Der Mann ist richtig teuer. 16.000 Münzen. Und ich sage euch eins. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir es spielen sollen. Den packen wir erstmal ins Set. Bei einigen, warum beschwere ich mich bei EA, wenn das überhaupt nicht EA ist? Okay, wir gehen rein mit unserem Stürmer. Jetzt könnte es interessant werden. Es wird eine World Cup-Icon. EA, gönn uns den R9. Gönn uns den R9. Es wird nicht R9, es wird Shevchenko. Die Chance wäre da gewesen. Aber gut, ja. Icon ist Icon und der ist zumindest schon mal auf Full Cap. Wie traurig ist es eigentlich, dass nur noch die Icons 30k kosten? Wir gehen natürlich auf Shevchenko im Sturm. Er ist RF. Perfekt, ja. Wir nehmen aber den, weil der hat Hunter. Und Hunter ist wichtig und richtig. Aber 35k nur für Icons? Was ist nur mit dem Markt los? Es wird Zeit, mal ein bisschen defensiver hier zu ackern. Aber rechter Flügel passt irgendwie gar nicht. Hoffentlich auf eine Icon-Legend. Und jetzt gib uns den Georgie. Gib uns den Georgie. Er gibt uns nicht Georgie, er gibt uns den 92er Prime Figo. Ja, immerhin ist es halt mal wieder eine Icon, die vor allen Dingen auf Full Cam ist. 100.000 Münzen für einen Prime Luis Figo. 99.500 Münzen bezahlen wir für die ganze Sache. Wenn die EA-Server laufen sollten, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie sind aktuell bei euch die Server. Für mich, also ich finde, eine absolute Vollkatastrophe. Ob die jetzt schon FIFA 23 Server abschalten, um die bei EAFC wieder anzuschalten, ich habe keine Ahnung. Langsam ist es gut mit den Offensiven und es kommt als nächstes ein ZM. Es wird ein La Liga PO-Champ. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich habe den definitiv nicht mehr im Verein. Aber wir haben Gabri Weiger als Team of the Season. Den werden wir natürlich mitnehmen. Aber ich bin euch ehrlich, die Team of the Weeks, beziehungsweise POTMs und so weiter, die gebe ich halt alle ab, gerade die SBC-Karten, vor allem wenn es eine bessere Version davon gibt. Ich sag's mal so, auch die Team of the Season-Karten sind nicht mehr so wirklich teuer. 33.750 Münzen. Wir müssen mal schauen, ob wir das Team gleich chemietechnisch noch vorantreiben können. Ja, der nächste Spieler wird den Rechtsverteidiger. Bitte etwas Gutes. Team of the Week und mit dem 83er Rating. Es wird ein Spanier, der gute alte De Marcos. 85er Rating, den wollen wir natürlich direkt in den Verein holen. De Marcos, seine 85er Karte gibt es überhaupt nicht mehr auf dem Markt. Guckt euch das an, ich habe alles gegeben. Mache ich was falsch? Nichtsdestotrotz, wir sagen einfach, wir gehen auf Special und holen uns dann halt die Food Fantasy Karte. Ich meine, die kostet sowieso nur noch gefühlt 30k. Ja gut, ich habe euch angeflunkert, 32k, wir packen ihn ein. Der ist zumindest nochmal 5 Stärkepunkte besser. Warum denn dann auch nicht? Come on, Goalkeeper. Bitte EA, gib uns die Icon, die wir brauchen. Team of the Week. Aber wenigstens 86+, es ist wieder in Spanien, das ist wirklich gut, David Soria. Den nehmen wir mit, denn der passt auch sehr, sehr gut rein, was die Chemie angeht. Der Mann hat übrigens gefühlt 640 Special-Karten, 24 gab. Bezahlen wir für den 87er, packen wir rein und chemietechnisch sieht das schon mal nicht ganz so übel aus, wie ich es mir hätte vorstellen können. Ja, in den Verteidiger, gib uns die Icon, yay.
Ein World Cup Player mit 80 plus, das ist Van Dijk Timber. Der ist ja gewechselt zum FC Arsenal. Die transferierte Karte gibt's nicht, aber von ihm gibt's definitiv noch eine andere Special Karte. Und zwar kostet die insgesamt 69.000 Münzen. Rein da in den All. Wir gucken mal, ob uns der Mannschaft Chemie gibt, aber ich glaube, das sieht eher nicht danach aus. In dem Verteidiger. Wer spielt dem Timber? Das ist die große Frage. Es wird eine Icon werden mit hohem Rating. 50 plus, ja, da kann es halt jeder sein. Bitte nicht Moore. Ryan Ferdinand. Bin ich sogar mit zufrieden? Ich glaube, so schlecht ist er gar nicht. Also ich sag's mal so, er ist zumindest zum jetzigen Teil von FIFA nicht der Beste. Aber für unser Team macht er sich wirklich gut. 90.593.000 Münzen. Na komm schon. Immerhin haben wir den und unsere Chemie liegt zumindest gerade bei 14. Wird aber noch definitiv ansteigen. Oh, Chat, jetzt wird's sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ihr seht's gerade, wir hatten als letztes einen Rechtsverteidiger, aber, und jetzt kommen wir zu dem großen Punkt, ich glaube nämlich, dass dieser gute alte Montiel auch Linksverteidiger spielen kann. Ich habe ihn gerade schon offen, er kann es wirklich und damit haben wir wahrscheinlich mit die beste Karte in unserem Team endlich drinne. Boah, ihr seht schon, der Mann kann nämlich RV, LV und Innenverteidiger und natürlich werden wir ihn in unser Team packen, gar keine Frage. Und vor allen Dingen von der chemietechnischen Seite her sieht das schon mal nicht ganz so schlecht aus. Wir kommen insgesamt auf 22 Chemie, was wirklich gut ist, aber wir brauchen noch 7 Auswechselspieler, die wir zumindest ab der Halbzeit einwechseln dürfen. Deswegen gehen wir auch nochmal darüber zur Slot Machine. Spieler Nummer 1 wird rechter Flügel, wird eine Champions League Road to the Final Karte, 86er plus. Wir dürfen Messi nutzen. Halbzeit Messi, komm zu Papa, let's go. Guck mal ans an, der nächste wird ein ZDM werden. Dazu Non-Rare Gold mit einem 40-Plus-Rating. Es ist Axel Witzel und er hat eine SBC bekommen. Übrigens habe ich mir persönlich gesagt, wir machen eh nur 5 Auswechselspieler. Wir dürfen ja auch nur 5 einwechseln. Aber Witzel sieht schon mal sehr, sehr knackig aus. Spieler Nummer 3 wird ein weiterer ZM werden. Gar nicht mal so schlecht. POTM der Ehrendevise, das ist der gute alte Bowf. Und ich weiß nicht, ob ich den noch habe. Wenn nicht, könnte ich den Linksverteidiger nehmen. So schlecht sieht unsere Auswechselbank wirklich nicht aus. Übrigens besser als alles andere, was wir hier gefühlt gezogen haben oder bekommen haben. Aber die nehme ich auf jeden Fall sehr gerne mit. 2 Spieler fehlen noch. Jetzt kommt ein linker Mittelfeldspieler, der eine Once-to-Watch-Karte hat. Und das ist Sadio Mané. Und das Schöne an der ganzen Sache, in WoTW können wir zwar kaufen, ich habe aber den Tots Moments schon in diesem Verein Untrade rumliegen. Und da sage ich persönlich nicht nein. Okay, ZOM. Wer wird unser letzter Spieler? Team of the Week Gold mit 70 plus. Und das wird nochmal eine richtige Rakete, denn das wird nämlich der gute alte Zwane. Zwane, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Er kommt auf jeden Fall ins Team. Der Mann kostet übrigens 25.000 Münzen. Also der ist gar nicht so günstig. Und das ist das fertige Team. Ihr seht unsere Auswechselspieler. Die haben wir natürlich hinzugefügt. Unsere Startelf. Insgesamt sieht das okay aus. Gewinnen wir das Spiel? Das ist die große Frage. Deswegen gehen wir rein ins Match. Let's go. Ike Pleinders. Was lese ich hier? Okay, unser nächster Gegner ist gefunden mit Walker Choa Cole. Trent Milinkovic. Oh mein Gott, das Team sieht richtig, richtig wild aus. Gehen wir rein in die ganze Sache. Let's go. Übrigens, nächstes Team bedeutet, ich habe gerade einen Gegner gefunden, der ist aber bei 0-0 gequittet. Gut gespielt. Dürfte kein Abseits sein, aber auch kein Tor. Auf Forsberg, der auf Shevchenko. Und jetzt ist er endlich drin. Endlich Spielminute, wir führen. Richtig und wichtig. Chiesa, Figo, rüber gespielt. Unfassbar sexy ausgespielt, der Konter. 45. 2-0. Oh, das macht er so gut. Unser Torhüter Soria hält gegen Nunes. Und verkackt es gegen Nunes. Perfekt. 2-1. Nein. Was für ein unfassbar schlechtes Gegentor. Hilfe. Es steht unentschieden. Übrigens, die 5 Jungs sind übrigens jetzt auch eingewechselt worden. Messi und Co., damit ihr Bescheid wisst. Messi. Auf Mané. Komm schon, du bist schneller. Hoffentlich irgendwie. Chiesa auf den Außen. Hinten läuft Messi. Ich wollte ihn schon längst anpassen. Jetzt kriegt er ihn nochmal. Lionel Messi. 3-2. Let's go. Die Führung ist wieder da. Ich kann das alles nicht mehr. Was war denn das schon wieder hier? Oh, letzte Chance vielleicht. Letzte Chance.
Er pfeift einfach ab, Männers. Trotzdem, krankes Spiel. 3:3 ging das Ganze aus. Wir konnten es nicht gewinnen, haben es aber auch nicht verloren. Man muss wirklich sagen, der Gegner hatte ein echt sauberes Team. Er hat sein Nunes-Tor gemacht, aber was wir für Gegentore bekommen haben, weiß ich nicht. Jungs, nichtsdestotrotz, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt für den Algorithmus. Liebe geht raus an jeden Einzelnen. Ich bin damit raus. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Kuss.